Guten Morgen, ihr Hübschen, und willkommen zum 2.3. Wir haben Mond im Skorpion, im Lennemar durch die Schlange dargestellt, im Wochenorakel für die Mondtage angezeigt, dass es eine innere Entscheidung ist, ja, ob man jetzt in weitere zeitlichen Verzögerungen geht, ja, oder ob man eine Abkürzung wählt. Ja, was das bedeutet, erhoffe ich mir den ein oder anderen Impuls dazu. Horchen wir mal rein, ja. Können wir noch etwas dazu bekommen? Tagesimpuls, 2.3. Mond im Skorpion. Ja, haben wir schon alles im Wochenorakel gesagt, ne? Wie sich das vermeiden lässt, ja, warum es zu zeitlichen Verzögerungen kommt, haben wir im Wochenorakel wirklich ausgiebig drüber gesprochen, ne? Aber, ja, guckt, die Wurzel des Tages, 5 der Stäbe, ist halt einfach die energetische Herausforderung, ne? Es gilt, wenn wir es wieder aus Wochenorakel beziehen, einfach um die Herausforderung, ja, dagegen, mir wird wieder das Gefühl der Existenzangst, der Einsamkeit etc. pp. Gegeben, ja, dass das für den einen oder anderen einfach eine Herausforderung ist, ja, dagegen anzugehen, da die eigenen zum Beispiel, was jetzt Treffen mit anderen Menschen betrifft, ja, wenn man da Angst vor, ich weiß nicht, Ansteckung hat, ja, die Verbote wie so ein, wie nennt man das, Damoklesschwert über ein Baumeln, ja, das sind alles so Herausforderungen, energetische Herausforderungen, ja, die man, ja, wo jeder für sich selber entscheiden muss, ne, inwieweit die ein begrenzen können und dürfen im Leben oder inwieweit man da für sich selbst entscheidet. Nö, da steige ich jetzt aus, ne? Und heute oder dann auch morgen, ja, wir haben ja heute und morgen Mond im Skorpion, gilt es, diese Herausforderung anzunehmen, ja, oder sich dieser zu stellen, ne? Das kann dann jeder für sich selbst entscheiden, ne? Das ist ja das, hier, aber ein dementsprechender Ausgleich kommt auf euch zu, ne? Das ist das, was wir im Wochenorakel schon gesagt haben, ne? Oh, hier schaut mal, ne? Wie passend wieder. Wir hatten es dann im Wochenorakel auf die einzelnen Elemente runtergebrochen, ne? Hatten wir gesagt, dass im Außen, ja, draußen eine göttliche Orchestrierung war das, glaube ich, ne? Wenn ihr aus dem Winterschlaf erwacht, ne? Wenn ihr eure Höhlen verlasst und so weiter und so fort. Wenn ihr put, ne? Euch von dem Duft, den die Blumen jetzt verströmen, anziehen lasst, ja, dass da göttlich orchestriert, ne, im Außen etwas auf euch wartet. Ja, jetzt fällt mir auch wieder ein, wie sie es formuliert hatten. Es war, wir können das nicht durch eure Wand beamen, ne? Genau, ja, weil es ist auf euch zukommend, ja, es ist auf euch zukommend, ne, schaut, wie das hier aussieht, ne, da, hier, ist es
eine gleichklingende Melodie zu spielen. Ja, eine gleichklingende, gemeinsam eine gleichklingende Melodie zu spielen. Ja, bei mir wird das eher mit der Park als Bild wird mir das, die sitzen hier jetzt vor einem Klavier, aber sie übermitteln es mir als Bild auf einer Parkbank, ja. Und das ist die Herausforderung, die es anzunehmen gilt. Ne? Oder eben halt auch nicht. Ihr wisst ja, ne? Das geht ja diese Woche, ne? Um die Wahl, um die Entscheidung. Ja, ja, hier schaut mal. Und was haben wir da? Die Hochzeit. Ne? So nach dem Motto, sie liegt da. Ja, ihr könnt sie empfangen. Ne? Dass alles auf euch zukommt, aber sie kann nicht durch eure Wände teleportiert werden. Und diese Herausforderung anzunehmen, schaut, ne, die Wurzel des Tages liegt gerade, ne, das ist halt euers, ne? Könnt ihr, ja, das ist halt Wiederholung Wochenorakel jetzt, ne? Könnt ihr machen oder eben nicht, ne? Ihr könnt den kurzen Weg wählen. Es kann schnell gehen. Ihr könnt den kurzen Weg wählen. Ihr könnt den langen Weg wählen. Ne? Das war ja so angezeigt. Ne? Und 6 und 4 ist 10, ist halt die Ernte. Ne? Das ist original das, wo wir am Wochenorakel drüber gesprochen haben. Ne? Das wird halt die dementsprechende Ernte sein. Ne? Tretet ihr die Herausforderung an, ne? Ist das die Ernte? Und wenn nicht, dann Kaugummi-Prozess, ne? Zieht sich das halt alles noch weiter in die Länge und ja, schaut mal. Das ist eine Vereinbarung gerade gefallen, ne? Eine Vereinbarung, ja, die ihr mit euch trifft. Ja. Also, kann ich euch nichts weiter zu sagen, weil, wie gesagt, ne, der eine tritt genau diese Herausforderung an, ne, und der andere füttert halt die Energie der Einsamkeit, der Existenzängste, der, ja, ist jetzt, wir haben jetzt die Partei, das Glas ist halb voll und wir haben die Partei, das Glas ist halb leer. Und zu welcher ihr gehört, ja, das kann ich nicht für euch entscheiden, ne? Ja. Ja, hier, guckt. Ne? Auf euch zukommt, ist eben dementsprechend, ne? Hier Karma. Das ist, wie haben sie es im Wochenorakel die ganze Zeit genannt? Du siehst den Samen, gießt den, ne? Mit Energie. Wo steckst du deine Energie rein? Hier erzähle ich wieder in der 8. Minute, ne? Und dann hinterher gibt es eine Pflanze zu essen und die schmeckt oder schmeckt halt nicht. Und wenn sie nicht schmeckt, dann solltest du da nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern dementsprechend andere Samen sehen, ne? Ja. Da wird es, glaube ich, morgen auch noch nicht großartiges anderes geben. Weil das halt nun mal für diese Woche angezeigt war. Ne? Und wir heute und morgen Skorpionmond haben. Na dann, mal ran. Bis morgen früh, Hübschen. Bis dann. So haben.